Hallo und herzlich willkommen zurück zu Surrounded. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, ich bin auf der Map ein bisschen umhergefahren. Also, wir waren ja hier bei der Safe Zone und ich bin nochmal zurückgefahren. Ich bin nochmal am Kaufhaus vorbei und habe die ganzen Rucksäcke und Taschen noch geholt. Bin dann mal hier rumgefahren und habe hier bei dem Shop mal ein bisschen Zeug verkauft und jetzt bin ich hier. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach einer Butze. Und ich glaube, ich habe für uns einen Platz gefunden, der schön ist und der uns gefallen könnte. Und zwar hier, dann hätten wir es auch nicht so weit nach Elwood. Da wollen wir mal hinfahren. Ich habe da auch schon zum Großteil mal ein bisschen geklärt, dass wir jetzt nicht noch den ganzen Aufwand haben, die Zombies wegzumachen. Und ja, das kleine Örtchen hat eigentlich auch sofort mein Herz gewonnen. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Also ich bin, wie gesagt, schon länger auf der Suche nach einer gescheiten Unterkunft für uns. Und ich muss sagen, das meiste hat mir nicht gefallen. Oder es war sehr wenig Platz. Hier haben wir jetzt quasi so ein bisschen unsere eigene Zufahrt. Guck, und dann hast du hier nämlich zwei Häuser. Du hast ringsrum relativ viel Platz, weil ich möchte auch diverse Vehikel natürlich dann abstellen. Wir können eigentlich mal schnell reinschnuppern. Ach, schau mal an. Oh, mehr Taschen. Mehr Taschen ist mehr gut, aber warum will ich eigentlich hier hin? Ganz einfach, ich habe... Jetzt muss ich nur schauen. War es hinter dem Haus? Nee. Ah, da hinten war es. Hier habe ich einen Bunker entdeckt, der offen war. Kann mal kurz noch in den Müll gucken. Ne, gibt's ja nichts. Hier vielleicht auch nicht. Die Tür war auch schon offen gestanden. Und ich dachte, wie nice ist denn das bitte? Und hier würde ich gerne mit euch mein Lager aufschlagen. Ich habe auch ein Zelt gefunden. Wie ihr seht, ich habe also ein paar Taschen einstecken. Ich habe diversen Killefit gefunden. Unter anderem hier auch das Zelt. Ach, wie gut, oder? So, jetzt müssen wir nur gucken. Das würde ich sagen, das stellen wir mal hier ins Eck. Und wir holen mal... Im Truck ist auch eine Tasche mit Materialien zum Craften wie Holz und Stein und Co. Wir haben hier einen Holzstapel und Steinstapel, dass wir uns auch ein bisschen bedienen können. Und wir hätten hier sogar theoretisch... Können wir da unser Auto reinparken? Warte mal. Das wäre ja mega, oder? Also wenn das da reinpasst. Nee, wie gut. Ist das gut, oder? Wir haben unsere eigene Garage. Ha! Top. Und dann können wir uns theoretisch hier in den Häusern auch noch ein bisschen ausbreiten. Wir müssen dann nur mal gucken, wie wir das Ganze eingekesselt kriegen. Damit wir hier nicht angegriffen werden. Ich mach mal kurz Licht aus. Nein, nein, nicht tanken. Ja, wie ihr seht, ich habe auch hier einiges an Rucksäcken geholt, weil du kommst hier nicht drum rum, Rucksack in Rucksack in Rucksack zu machen. Keine Chance ohne. Das Dumme daran ist nur, du suchst natürlich dann immer dementsprechend. Ne? So, jetzt müssen wir mal gucken. Das war der Rucksack hier, richtig? Jo, das ist der richtige. Müssen wir nur schauen, hatten wir noch Platz für den? Ja. Ich habe diverses gefunden. Also ich habe auch noch einen Kompass gefunden. Ich habe so Schüssel gefunden. Ich habe ein bisschen Muni gefunden. Schlagstock. Also wir werden das alles noch ausräumen und überlegen, was wir davon behalten wollen. Aber wir wollen heute zumindest mal eine Werkbank stellen. Dass wir auch mal sehen, was gibt es denn überhaupt. Und Licht. Licht wäre auch geil. Kann man die eigentlich placen? Ja, was machen die denn für ein Licht? Ach, guck mal. Jetzt stellen wir eins mal... Kann man die... Wo kann man die denn hinstellen? Hier darf ich sie nicht hinstellen. Äh,
Ja, okay. Jetzt haben wir es zwar da irgendwo in die Erde geplaced, aber glücklicherweise war das eigentlich ganz gut. Jetzt gucken wir mal, haben wir noch eine normale Lampe? Das wäre natürlich top. Bisschen Sprit haben wir. Hier so ein Munitionskasten, den könnten wir eigentlich auch mal stellen. Wo ist denn da vorne und wo ist denn da hinten? Ich würde sagen, die Munitionsdinger machen wir mal hier nebendran. Davon habe ich auch zwei, yo. Kann man die auch stapeln? Oh ja, top. Das ist natürlich ein Träumchen. So, wir hauen auch gleich mal die ganze Muni raus, die wir soweit im Sack haben. Oh Gott, endlich können wir Zeug verstauen. Ihr glaubt ja gar nicht, wie glücklich mich das macht. Wir brauchen erstmal Platz im Rucksack. Lass mich mal das, die Nägel. Essen, was haben wir hier noch? Kompass, Schüssel. Dass wir mal ein bisschen Platz kriegen hier. So, dann nehmen wir mal raus. GPS-Gerät habe ich auch noch eins gefunden. Wunderbar. Jetzt ist natürlich nur die Frage, muss ich das Zeug im Rucksack haben? So, Craft. Ah, wir haben keinen Platz. Okay. So. So, warte mal. Einmal Holz reicht wahrscheinlich. Place. Ah ja. Sehr geil. Ich würde sagen, Werkbänke schmeißen wir mal auf die andere Seite, oder? Können ja auch mal Licht anmachen. So, das würde sogar sehr gut dahin passen. Zack. Ach, guck mal, man kann die auch herstellen. Das ist ja schön. Was gibt's hier? Armo und die Buildingsstation hätte ich gern. Dafür brauchen wir noch Nägel. Ach Gott, jetzt freue ich mich aber, dass wir endlich einen Unterschlupf gefunden haben. Das hat jetzt schon ein bisschen gedauert, ne? Gucken, Nägel. Wo habe ich einen Nägel wieder versteckt? Da schon mal nett. Oh Gott, haben wir viel Zeug. Ach, guck mal, hier sind die Nägel. Können auch noch die Munition rausnehmen. Darf ich die eigentlich auch in die Kiste packen? Das müssten wir gleich mal gucken. War hier auch noch Muni drin? Nee. Ach, mehr Nägel. Und eine 9mm habe ich gefunden. Endlich. Auch mit der werden wir uns amüsieren. So. Midi-Packs habe ich noch gefunden. Da ist ja noch ein Rucksack. Oh Gott. Muni. So. Flitzen wir mal rüber. Ach, top. So muss das doch sein hier. Ein Lagerfeuer werden wir uns auch noch machen, aber lass uns mal erst das Ding hier bauen, oder? Jo. Jetzt gibt der Nico Gas. Das ist ja schön. Ach, guck mal, jetzt geht's nämlich richtig los. Was haben wir hier? Cooking Fire. Oh, endlich Kisten, die wir setzen können. Licht. Spikes. Ach, diverse Fallen. Guck mal, Gunlocker. Ach, schön. Eine Tür. Verschiedene Türen. Wir müssten eine Tür für oben machen, ne? Für den Bunker hier. Ach, guck mal, eine Bunkertür. Ach, Polymer. Ach du Scheiße, jetzt geht's los, ne? Vielleicht schaffen wir es, uns wenigstens eine Kiste zu machen. Da brauchen wir Bretter und Nägel. Wo können wir denn Bretter herstellen? Können wir die hier herstellen? Jo, aus 4 Holz. So, jetzt lass uns mal gucken. 6 und 4 Nägel. Das passt doch. Boah.
Ich bin froh. Wir können endlich Zeug verstauen. Ja. Oh, ist das nicht eine Erleichterung? Ich muss auf jeden Fall zwischen den Folgen mal ein sinnvolles System mir ausdenken, wie wir was... Ach, guck mal, die kannst du nicht da reinmachen, okay. Wie wir was nachher verstauen wollen. Also ich würde sagen, die Crafting-Sachen, die machen wir auf jeden Fall hier zur Bank. Dann haben wir das alles mal beieinander. Wir werden einen Rucksack machen, wo wir nur Zeug zum Verkaufen haben. Boah, da können wir aber viel Munition sammeln, ne? So, guck mal, hier haben wir noch Nägel. Kann man die Muni eigentlich da auch reinmachen? Nee, das geht auch nicht. So, Tape würde ich sagen, ist zum Basteln. Das wahrscheinlich auch. Und wir brauchen auf jeden Fall auch noch eine Arzneikiste. So, das ist alles leer. Gibt es hier noch Crafting-Sachen? Guck mal, da gibt es nochmal Nägel. Rope ist auf jeden Fall zum Craften. Aber auch nochmal Plastik hier. Wie viele Nägel haben wir denn? 6. Und was haben wir hier noch in der Kiste? In der Kiste haben wir noch 4 Stück, 10 Stück. Oh, was jetzt? Oh, Hunger. Ach, der soll ja nicht hungern, der ärmste Mensch. So, Rope will ich hier reinmachen. Und Tape. Dann kommen wir nämlich langsam mal ein bisschen in Ordnung rein. Und das hier will ich auch da reinmachen. Den hier würde ich wieder ins Auto schmeißen. Und den mit Sprit auf jeden Fall auch. Da haben wir auch noch ein Reparaturkit. Das können wir dazu machen. Und dann würde ich sagen, müssen wir auch schon demnächst wieder los, weil Essen und Trinken wird sonst knapp. Gucken wir mal, haben wir hier noch groß Essen, Trinken drin? Hier ist auf jeden Fall auch noch Scrap Metal. Ich würde sagen, wir tauschen mal die Rucksäcke. Haben wir hier noch Platz? Ja, der ist rappelvoll. Bei dem geht noch ein bisschen was. Und da ist auch eine Lampe drin. Weil ich würde gerne die vollen Rucksäcke dann einfach tauschen. Wir sollten die Gasmaske auf jeden Fall mitnehmen. Die Spitzhacke würde ich mitnehmen, das kann raus. Und das kann auch raus. So. Dann haben wir hier einmal Zeug fürs Vehikel. Und hier haben wir mal so Kram, den wir auf jeden Fall mitnehmen wollen. Wir sollten einmal Verbandszeug auf jeden Fall wieder mitnehmen. Die echt nur auf 6 decken. Mit Medizin, glaube ich, soweit mal gut bestückt. Was haben wir hier noch? Ach, guck mal, hier sind so Strahlungstabletten. Die sollten wir vielleicht auch mitnehmen. Und den Rucksack würde ich dann einfach unten leer machen, dass wir den auch wieder mitnehmen können. Oder kann ich das hier schon leer machen? Warte mal. Haben wir hier noch Platz? Jetzt kommen wir der ganzen Sache doch erheblich näher. Ordnung. Ihr glaubt gar nicht, wie gut es ist, endlich wieder Ordnung hier zu haben. Ich würde gerne mal... Wir hatten doch hier irgendwo eine Lampe, ne? Wo ist denn die hin? Davon haben wir auch noch 2.
Dass die in der Erde verschwunden ist, fand ich ein bisschen merkwürdig. So, warte mal. Place. Kann man die auf die Kiste oben drauf stellen? Wir haben alles verräumt. Wir haben jetzt hier die ganzen einzelnen Rucksäcke mit Medikamente. Wir haben hier Trinken und wir haben hier Essen. Dann habe ich nur einen Rucksack, der ist leer. Da können wir uns überlegen, was wir da reinmachen wollen. Das kommt noch rüber. Dann habe ich hier noch die Lampen rausgeschmissen. Und ich denke, dann passt es soweit. Das hier ist unsere Verkaufstasche. Also alles, was so da drin ist, würde ich gerne verkaufen. Einschließlich diesem Gewehr. Dann habe ich hier noch einen Military-Rucksack, der auch leer ist. Den schmeißen wir noch ins Auto. Ansonsten, klar, die Muni-Box ist voll mit Muni. Dann Hammer hier. Dann haben wir die ganzen Crafting-Materialien und ich habe hier eine Box gemacht mit Sachen, die doppelt sind, wo auch der Stack schon voll ist. Und ich denke, damit sind wir jetzt eigentlich sehr gut aufgestellt. Ach, guck mal, da ist sogar auch ein Magazin drin. Nice, das füllen wir mal auf. Dann würde ich sagen, das eine Magazin würde ich aber hier lassen. Dann haben wir jetzt 18 Schuss. Was wir noch machen könnten, könnten hier von dem Gewehr, lass uns da mal kurz reinspickeln, hier. 308er Muni, welche ist denn das? Das ist die hier, ne? So, dann hätten wir 6 Schuss für den Fall, dass wir noch jagen gehen wollen. So, Inspect und dann machen wir das auch wieder rein. Spitze, dann haben wir ein Gewehr dabei. Kann man die eigentlich dahin machen? Jo, dann haben wir ein Gewehr dabei, eine Pistole dabei, die Axt dabei, unseren Rucksack. Jetzt ist auch die Frage, der hat 6 und 7. Der hat 5 und 5. 5 und 7, okay. Ich denke, das passt soweit. Ich würde diese Lockpicks noch mitnehmen. Jetzt haben wir natürlich nichts zu essen, nichts zu trinken. Einstecken. Vielleicht schnappen wir uns hier gerade noch. Doch, zu essen Hammer, aber ich glaube, nichts zu trinken. Wir gucken jetzt hier oben mal noch alle Häuser durch. Und schmeißen dann hier die Taschen noch ins Auto. Ach, geil. Jetzt geht's los. Ach, guck mal. Ein Traum. Können wir den zum Händler düsen? Da nochmal unsere Taschen leer machen. Und dann würde ich sagen, sind wir gut unterwegs. Midis, Spitzhacke, Gedöns, leer. Sprit und Reparaturkit, leer. Ach, wie viel Kohle haben wir eigentlich gerade? Ich glaube, wir haben ein bisschen Geld. 2000 haben wir schon. So, jetzt machen wir mal hier noch ein bisschen Tabula Rasa. So, guck mal, hier noch ein Handy. Das kommt gleich in unsere Verkaufstasche. Ach, guck mal. Spitzhacke würde ich aber auch verchecken. Was zu essen, was zu trinken wäre noch gut, ne? Und dann müssen wir natürlich zusehen, dass wir, wenn wir jetzt mit dem Auto unterwegs sind und wir sehen unterwegs zum Beispiel mal Holzstapel oder so, dass wir da natürlich dann immer fleißig Holz mitnehmen. Ach, guck mal. Das ist ja... Das müsste... Oh, was? Man muss echt mal Glück haben, ne? Da schnappen wir uns noch. So. Ja. Mit der Sonnenbrille zusammen sieht er ein bisschen aus wie ein Affe. Ach, schön. Okay, wir räumen jetzt hier mal schnell auf. Oh, nee. Jetzt hat die einen 9mm dabei. Weißt du, wir suchen ewig einen 9mm. Und die gute Dame trägt die einfach mit sich rum. Ach, geil. Auch noch ein Rucksack. Das wäre natürlich auch noch ein Traum, ne? Kurz gucken, ob wir hier... Da war schon Zeug drin. Das müsste leer sein, ne? Guck mal. Machen wir es nämlich schnell so. Holen noch den einen Rucksack. Oh Gott, Taschenflut ohne Ende. Ach, ich mag das System ja eigentlich nicht so gerne. Tasche in Tasche in Tasche. Aber egal. Hier geht's nicht anders. Ach, guck mal, ein Baseballspieler. Ein Footballspieler, meine ich.
ist gut, Holz ist gut. Oh, der bin ich hier jetzt echt krass in die Arme gelaufen. Na komm. Nee, es ist manchmal, oder? Ey, da kriegst du hier super Loot. So, Tasche. Aber nichts zu essen, nichts zu trinken, ne? Oh, wir nehmen alles mit. Ich meine, wenn wir eh zum Händler durchdüsen, können wir... Ach ja. Wie groß ist unser Durst? Und Hunger haben wir auch. Jetzt habe ich das schon wieder getroppt, ne? Hier. Darfst du essen? Hey, was machen Sie da? Zwei auf einen Streich. Haben wir gerade noch Platz? Nee, wir haben gar keinen Platz mehr. Eine Gasmaske Hammer, ne? Jo, Gasmaske Hammer. Das heißt, eine ist Ersatz. Wir haben doch hier die Kiste, dann können wir das noch mitnehmen. Schmeißen wir nur gerade das raus, was wir behalten wollen. Und dann düsen wir mal zu der einen Händlerin. Guck mal, das hier vor allem. Würde ich gern die Medis. Hier haben wir so eine Maske. Eine bewahren wir mal auf. Für die Optik. Eine Knarre würde ich auch hier lassen. Spitzhacke schmeißen wir raus. Den Rest verkaufen wir alles. Da gab es noch Schlagstock. Das Holz nehmen wir noch raus. Und dann war es das eigentlich auch schon wieder. Die Muni lassen wir auf jeden Fall noch da. Da haben wir noch ein bisschen Klimperkram. Ja, perfekt. So, Tape. Die Lampe würde ich gern behalten. Dann können wir uns nämlich überlegen, wie wir dann hier das mit der Beleuchtung gestalten wollen. Aber wir gucken jetzt erstmal, was es noch so an Crafting-Kram gibt. Ach, das Holz wollte ich noch rausschmeißen. Ah, ich steig. So, jetzt düsen wir noch schnell los. Coole Drehung, hey. Na, wir müssen halt hier immer mit dem Respawn ein bisschen aufpassen. So, jetzt müssen wir mal kurz auf die Karte schauen. Also, wir sind hier. Und wir wollen hier hin. Nur gucken, dass wir nicht dran vorbeifahren, ne? Ah, nee. Geht mal weg. Ach, guck mal, hier steht noch so ein Truck. Habt ihr das gesehen? Cool. Also, falls unser mal kaputt gehen sollte, hätten wir hier noch Nachschub. Ah, ich glaube, da vorne ist die Händlerin.
Guten Tag. So, wir haben ein bisschen Zeug für dich. So, die wollten wir eigentlich behalten, aber wir haben ja eine. Komm, scheiß drauf. Nicht, dass wir uns nur verstopfen. Jetzt schauen wir mal ins Moneybag rein. Oh, ich würde sagen, wir können uns bei Zeiten... Guck mal, die hat hier so... Was kosten die? Ja, auf jeden Fall, komm. Nehme ich auch beide. Hat sie auch was zu trinken? Nö, zu trinken hat sie nichts. Schade. Gut, aber ich würde sagen, in Anbetracht der Zeit, wir machen mal einen Folgenwechsel. Und ich bedanke mich bei euch wieder mal fürs Zuschauen. Genießt die Zeit, bleibt mir gesund. Bis zur nächsten Runde. Ciao.